Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und im Livestream. Ja, natürlich ist bei dieser Problematik die Opfersicht sehr entscheidend. Es wurde mehrfach ausgeführt, wie belastend diese Stalking-Situation für die Opfer, oft oder in der meist überwiegenden Zahl Frauen, ist. Da müssen wir ran und da können wir auch gerne noch verbessern, wo das erforderlich ist. Hier ist zu Recht schon erkannt worden, dass sich hier die Landtagsfraktion der CDU zum Vorreiter des Koalitionsvertrages aufschwingt und da vielleicht etwas mehr Nachdruck reinbringen möchte. Das ist grundsätzlich zu akzeptieren. Auch würde ich es nicht wie die Frau Kollegin Hanses grundsätzlich verurteilen, wenn man zu Copy und Paste greift. Ja, also da haben wir Piraten durchaus Verständnis für. Nur das Ding ist, das Wichtige an der Stelle ist, es sollten die guten Ideen sein, die kopiert werden, die kopierwürdig sind. Und da müssen wir an der Stelle dann mal in die Diskussion eintreten. Ja, der Knackpunkt an diesem Antrag, an der vorgeschlagenen Änderung ist tatsächlich, auch schon vom Kollegen Wedel übrigens angesprochen oder von anderen, die Änderung halt von weg vom Erfolgsdelikt hin zum reinen Eignungsdelikt. Und da kommt so ein bisschen die Frage auf, nähern wir uns hier einem, ich formuliere es mal, Gefühlsstrafrecht. Ja, also um es verfassungsrechtlich zu verankern, die Diskussion, es geht hier um das Bestimmtheitsgebot auch. Ja, also kann ein Mensch in der Bundesrepublik dann zukünftig noch sicher sein, frei von Strafverfolgung zu werden, wenn ich eigentlich ein Verhalten an den Tag lege, das, naja, normal oder teilweise sogar erwünscht ist. Also um es auf die Spitze zu treiben, wäre die Frage, wäre es dann zukünftig möglich, dass man für 3 Blumensträuße, 5 Grußkarten und 10 Telefonate auf der Anklagebank landet? Das ist auf den Punkt gebracht, etwas überspitzt, die Frage, vor der wir stehen. Und da wäre ich etwas zurückhaltend. Und ich kann auch den Minister verstehen, wenn er bei der Justizministerkonferenz sich dort enthält und seine Argumentation, dass man erstmal Zahlenmaterial braucht, halte ich für durchaus legitim und sachgerecht. Ich brauche das auch. Dieses Delikt gibt es erst seit 2007 überhaupt im deutschen Strafrecht. Und da ist das Zahlmaterial durchaus etwas dünn. Und man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass die Fallzahlen sinken. Und wir haben gerade gehört, dass die Zahl der Verurteilungen oder auch überhaupt die zur Anklage gebrachten Taten sehr gering sind im Verhältnis zu den erfassten Fällen. Also von daher noch viel Beratungsbedarf, viel Diskussionsbedarf. Ich freue mich auf die Ausschussberatungen. Wir werden der Überweisung natürlich zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kern. Für die